Keine Luxusgüter. Dänemark. Keine Luxusgüter. Weißt du gar nicht, dass es so schlecht um seine Finanzen steht? Also bei mir mit den Luxusgütern liegt es, glaube ich, immer noch an dem einen Erlass, soweit ich weiß. Ja, kein Handel mit Polen. Echt schlimm. Das müssen wir als nächstes abwählen. Hat irgendjemand Gold oder Silber? Diese Momente, wenn das Mikro abschmiert. Ich dachte schon, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Ja, mir ist mein Mikro abgeschmiert. Frech. Ja. Singapur. Singapur hat Silber. Toll. Okay. So, darf ich? Ja. Gut. Ich mag das Flugzeug. So, mal schauen, schaffe ich es jetzt schon von hier aus anzugreifen? Nee. Ach man. Nein. Ganz schlechte Idee gewesen. Ganz schlechte Idee. Wir brauchen alle Bautrupps in Moskau. Oh nee. Das ist ganz blöd. Ihr zieht euch wieder zurück. Ihr haltet auf Bereitschaft. Okay, hier ist noch ein bisschen was los. Wurden Luftraketen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Die reißen nämlich auch meine halbe Länderei zusammen. So. Wir haben gerade ein paar Brennpunkte hier in Russland. So, was ist mit dir eigentlich, Zerstörer? Wie lange brauchst du noch, bis du da bist? Oh, so drei Runden, okay. What? Was ist? Sehe ich es erst. Mein Handelsweg zwischen Ribe und London wurde geplündert von Boudica. Toll. Also es gibt Leute, die wissen, dass der vielleicht cool war. Es gibt Leute, die wissen, dass das dass der wichtig war, vor allem. Ja. Ja. Ah, verdammt, hey. Das ist gerade unbequem. Wenn du dran sitzt und du findest keine bequeme Position zum Sitzen. Das nervt. Aber selbst wenn, dann... Ja. Schiff ist kaputt. Da ist eine Insel mit zwei Bergen, oder? Und einem tiefen blauen Meer. Mit Getunnels und Gleisen und einem Eisenbahnverkehr. Ja. Nun, wie mag denn diese Insel heißen? Ich hab den Namen vergessen, sorry, aber na, Mai. Das kann man nicht ändern. Also ich weiß immer noch, sie Namen. Ist weltbekannt. Ja, ich hab sie gestern gegessen, deswegen. Ich hielt sie nicht für so relevant. Ah, ich kann jetzt, nice. Ja. So, womit fangen wir als erstes an? Mit Schokolade. Ach, ja. Na, wann machst du jetzt eigentlich die Stadt kaputt? Ich meine, die hat immerhin Öl. Ist das ein Argument? Die braucht noch ein bisschen, weil die meinen Zerstörer dann noch ein bisschen hart erwischt haben. Aber dafür Brentford, meins. Ja. Moins. Die Panzer so, Moins. Deine Panzer drehen auch ein paar Ehrenrunden, oder? Ja. Hin, her. Ach nee, greif mal doch die Stadt an, oder? Ach nee, vielleicht, na. Ach, mach mal doch, okay. Noch einmal um Häuserblock, weil es so lustig ist. Hey, guck mal, ich hab meinen Panzerführerschein. Ja, Mann. Boah, was greif ich jetzt an? Ich würde mal sagen, wir sind nicht unbedingt beliebt in der Weltpolitik. Wir sind nicht sonderlich taktvoll vorgegangen. Dabei habe ich England noch gar nicht angegriffen. Wieso denn? Weiß auch nicht. Permanentes Krieg, wenn ich drauf schaue. Immer wenn ich die Titel auf YouTube vergebe, denke ich mir, ich kann jetzt nicht schon wieder Krieg schreiben.
Mach doch einfach mal Krieg und Frieden. Hatte ich, glaube ich, auch schon. Krieg bleibt immer gleich. Um mal hier eine Anspielung auf mein anderes Let's Play hinzubringen. Schleichwerbung. Stimmt auch. Cross-Promotion auf dem eigenen Kanal hier. Ach. Naja. So gehört sich das. Oh, hervorragend. Ja. Kommender Dienstag da ist der 14. Da hat er. Wenn ja, dann muss ich da unbedingt mal die nächsten Videos vorbereiten, eventuell. Sretan? Ja? Wir müssen diesen Handel wieder aufbauen. Das hat mir gerade ziemlich viel von meiner Zufriedenheit genommen und ich habe noch Venedig einzunehmen. Ja. wir müssen auch wieder handeln. Handeln? Ich habe nämlich gerade eben -2 Aluminium. -2 Aluminium, das geht? Ja. Mir soll es recht sein. Wenn du 0 Aluminium hast und davon und dann auch noch 2 Flugzeuge gebaut hast, das bedeutet, du hast wie viel Aluminium minus? -12. Yay! Immer diese Mathe-Genies hier. Mathe mit Metal. Eine neue Serie auf dem Kika-Kanal. Das sind Kühe! Wo? Oh. Ja, bei. Kanan. Was? Wie heißt das Ding? Egal. Ja! Tyrus haut auch auf die drauf. Samarkand hat's nicht anders verdient. Ist auch so. Die Säcke haben angefangen, gegen mich Krieg zu führen. Was soll denn das? Mit wem sind die denn verbündet? Ihr haltet einen großen Kriegstreiber mal, wenn ihr diese Stadt erobert. Ich glaube, ich sollte diese Stadt erobern. So. Ich glaube auch. So, was ist los? Bewegt euch mal. Werkstatt, Stadion, medizinisches Labor. Flughafen. Ein Flughafen brauche ich nicht unbedingt. Ein Hafen erst recht nicht. Die Stadt wird mir auch keine wegnehmen. Ich baue mir einfach eine Werkstatt. So. Habt ihr euch endlich mal bewegt? Na, also. So. Nochmal Produktion wählen. So. Erstmal wieder Trüffel besorgen. Ein Militärstützpunkt in Jaroslawl macht irgendwie nicht so. Ja, gut, würde sogar Sinn machen aus aktueller Situation heraus, aber irgendwie auch wieder nicht. Machen wir einen Karawanenhof. Wir hoffen ja auf Handel. Einen Zerstörer habe ich. Ja, der ruht sich erstmal aus. Der heilt sich erstmal. Mine zum bösen Spiel. Stellungswechsel auf St. Oho, Peters. Stellungswechsel. Ja, so geht's hier zu. Wir haben noch irgendwo ein paar Baueinheiten. Ihr chillt ja, dann repariert ihr mal. Ihr chillt auch. Boah, das ist ein bisschen zuggefährlich. Geht ihr mal hier drüber. Mhm. Arsenal. Ja, ein Kornspeicher macht schon deswegen Sinn, weil diese Stadt im Schnee gebaut ist. Wer war's? Rekrut Nele hat aufgedeckt, dass Elisabeth in London das Wunder Apollo-Programm gebaut hat. Ach du, die machen wir vorher fertig, bevor sie gefährlich wird. Ja. So, jetzt heißt es für mich aber wieder Aluminium einkaufen. Kann dir aber nichts bieten. Ist auch halb so wild. Also ich biete dir im Gegenzug das. Weil da habe ich genügend. Ja, können wir durchmachen. Mr. Mertl. Keine Luxusgüter. Das funktioniert jetzt nicht.
Ja, St. Petersburg leidet immer gleich Hunger. Aber dagegen arbeiten wir gerade. Ablehnen. Was denn mit den Deutschen? Vielleicht wollen die mit mir handeln. Die haben aber kein Geld. Das ist natürlich nicht so geil. So, wie schaut's aus? Noch zwei Die Briten Runden. haben auch kein Geld. Sag mal, wer hat denn überhaupt noch Geld? Naja, ich ein bisschen. Aber schaut echt lustig aus. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er Ich hab weg mit dem Geld, aber das liegt auch Flugzeug. daran, weil ich ein goldenes Zeitalter hab. Aha. Ja, ich hab Geld von Amerika bekommen. Treffer versenkt. Handel wieder betreiben. Einheit benötigt Befehle. Ja, Handel oder nicht Handel? Das ist hier Das die ist hier die Frage. Frage. Ach, die venezianischen Sympathisanten. Und dann habe ich Samarkand wieder. Ja. Venedig ist halt sowas von platt. Wenn ich da. Ich stehe mit meinen Atombomben vor eurer Haustür. Ich würde mir nochmal zweimal überlegen, ob ihr das wirklich wollt. Auf meinem eigenen Land Krieg führen? Das geht nicht. Aber gut, ich hau einfach mit drei Atombomben rein, dann ist die Stadt platt. Ich glaube, zwei reichen auch schon. Na, wie schaut's aus bei euch? Also bei mir, ich könnte Ja, beefen. dann tu doch. Dann mache ich das dann mal auch. Sag doch was. Der hat nur bei mir wieder das nächste Runde rausgenommen. Boah, hart am Limit deine Einheit. So, dann hier. So. Und ein Flugzeug. Wie du einfach Genf niederwirtschaftest. Und wer nimmt jetzt Genf ein? Leider können die Bazooka einhalten, die anscheinend nicht einnehmen, daher. Dafür gibt es ja Niemand. Panzer. Jetzt war ich Ja, aber schon. der Panzer hat leider die Bewegungspunkte aufgebraucht, daher. Jetzt bin ich enttäuscht hier. Jetzt hätte ich gedacht, nimmst du Genf einfach ein. Jo, hätte ich eigentlich auch gedacht, aber nächste Runde. Ach Nimm. ja, und ja, den habe ich ja fast Ich brauche noch vergessen. zwei Runden, zwei So. ganze Runden, bis ich hier auf Venedig draufzimmern kann. Das ist echt eine Geduldsprobe. Hey, ich habe 15 Produktivität für die Stadt St. Petersburg. Ja, geil. Wieso brauchst du denn noch zwei Runden? Weil ich den Zerstörer gleich da habe, weil ich nicht auf Venedig draufhau, dann warte, bis die sich regenerieren und dann erst mit dem Zerstörer reinfahre, deswegen. Muss mit dem Zerstörer schon da sein. Ja. Sonst macht es nämlich Doch, keinen mit Sinn. einem schon da. Der ist fast da. Singapur will meine Religion. Yay! Singapur hat Silber. Ja. Singapur will Metallismus haben. Singapur überhaupt? Singapur liegt irgendwo drüben. Weiß ich auch. Frage ist nur wo, genau. Boah, da geht der Beef ab. Berg, Genf.